Das Buch »Der Charakter eines Arbeiters des Herrn für die Verwendung des Meisters geformt werden« von Watchman Nee 1948 enthält die folgenden Kristalle. Es ist wichtig, dass ein Arbeiter des Herrn in seinem täglichen Leben die Gewohnheit aufbaut, anderen zuzuhören. Dabei muss er verstehen, was die Person tatsächlich sagt. Zweitens ist es gut, wenn wir hören und verstehen, was andere nicht sagen, das heißt wahrnehmen, was andere zu sagen unterlassen haben. Drittens können wir entdecken, was andere in ihrem Geist sagen. Erst wenn wir das Leiden, den Zustand oder das Problem eines Bruders erkennen, können wir ihm mit einem Wort dienen. Damit wir zuhören können, ist es nötig, dass wir nicht voreingenommen sind. Zweitens darf unser Denken nicht wandern. Bei vielen Gläubigen fließen die Gedanken ununterbrochen, Tag und Nacht. Sie können sich nicht auf einen Brennpunkt ausrichten. Drittens können wir lernen, anderen gegenüber Einfühlungsvermögen zu zeigen. Ein Arbeiter des Herrn hat nicht nur Liebe zu den Geschwistern, sondern zu allen Menschen. Wir dürfen nicht erlauben, dass unsere Mitmenschen leiden. Auch wollen wir sie nicht ausnutzen und keinen Dienst von ihnen suchen, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Der dritte Charakterzug eines christlichen Arbeiters ist eine Gesinnung des Leidens zu haben. 1. Petrus 4. Gott hatte keine Absicht, seine Kinder leiden zu lassen. Er ist unser Hirte und sorgt dafür, dass es uns an nichts mangelt. Psalm 23. Die Bibel zeigt uns die liebende Fürsorge des Herrn. Doch Gottes Kinder sind nicht von Prüfungen und Erziehungen befreit. Das Leiden in der Bibel bezieht sich auf eine freiwillige Wahl, die man vor dem Herrn trifft. Die drei Helden Davids hätten bei David in Sicherheit leben können, doch als sie hörten, dass David von der Quelle in Bethlehem trinken wollte, setzten sie ihr Leben aufs Spiel und drangen in das Heerlager der Philister ein, um das Wasser zu holen. 2. Samuel 23. Wir leiden freiwillig, das heißt, wir wählen den Weg des Leidens, um ihm zu dienen. Wir leiden freiwillig um Christi willen. Es ist eine innere, feste Entscheidung, sich auf die Seite des Herrn zu stellen, was die Zukunft auch immer bringen mag und wie die Umstände, denen wir begegnen, auch immer sein mögen. Die Gesinnung des Leidens ist eine innere Überzeugung und Entschlossenheit. Wenn wir diese haben, werden uns Herausforderungen oder Schwierigkeiten nicht niederschlagen. Ein Christ ist jemand, der darauf vorbereitet ist, seine Aufgabe zu erfüllen, ob nun Schwierigkeiten am Weg liegen oder nicht. Er zieht sich beim Anblick einer Schwierigkeit nicht zurück. Einige Brüder gehen vielleicht mit einem verhältnismäßigen Wohlergehen und Genuss durch ihr Leben. Sie können sich zu jeder Zeit glücklich an einen niedrigeren Lebensstandard anpassen. Wenn wir die Gesinnung des Leidens nicht haben, werden wir die schwächsten aller Menschen sein, denn sobald wir irgendeiner Schwierigkeit begegnen, werden wir dem Selbstmitleid den Vortritt lassen und werden für uns weinen als auch stöhnen. Wie bin ich denn nur so geworden? Geschwister, wenn ihr euer Leben liebt, werdet ihr nicht in der Lage sein, bis zum Tod treu zu sein.
Unsere Gesinnung des Leidens sollte so stark sein, dass wir sagen können, Herr, ich will für dich sterben. Ich kümmere mich nicht um die Umstände um mich herum. Ich bin willig, mein Leben für dich zu geben. Wenn wir die Gesinnung des Leidens haben, werden wir alle Zeit vorbereitet sein, jede Vorsorge beiseite zu werfen. Wir sind bereit, nicht nur unsere äußeren Schwierigkeiten beiseite zu legen, sondern opfern auch unsere eigene Gesundheit. Wir können dem Herrn sagen, ich bin willig, alles hinzugeben. Von nun an wird mich kein Leid aufhalten, dir zu dienen. Dies ist meine Wahl, wie das Ergebnis auch sein mag. Sei es Tod, Leben, Leiden oder Freude. Satan kann denen überhaupt nichts antun, die ihn überwinden durch das Blut des Lammes, ihr Zeugnis und indem sie ihr Seelenleben nicht lieben bis zum Tod. Das ist der Punkt, an dem viele versagt haben. Ist unser Leben wichtiger oder ist unsere Verantwortung wichtiger? Zählt das Retten der Seelen oder zählt das Retten unseres Lebens? Ist Gottes Zeugnis auf der Erde wichtiger oder ist unser eigenes Leben wichtiger? Niemand, der in der Selbstliebe schwelgt, kann Gott dienen. Hat unsere Gesinnung eine unbegrenzte Kapazität zum Leiden, werden wir auch die grenzenlose Größe seines Segens erkennen. Paulus sagte, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. 1. Korinther 9. Doch Paulus sprach hier nicht über Askese. Den Leib zu schlagen bedeutet, ihn zu unterwerfen, bis er ein gehorsamer Sklave wird. Jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allem. 1. Korinther 9. Wenn jemand kämpfen will, muss er trainieren und in allem Selbstbeherrschung üben. Er kann nicht essen, was er will. Er kann auch nicht schlafen, wie er will. Alle Athleten halten eine strikte Disziplin ein. Einige Geschwister können nur ein angenehmes und bequemes Leben führen. Sobald ihr Lebensstandard ein wenig erniedrigt wird, ist es mit ihnen vorbei. Solche sind für den Herrn jedoch nur von geringem Nutzen. Unseren Leib zu unserem Sklaven zu machen bedeutet, dass wir von unseren Umständen nicht beeinflusst werden, wenn das Werk nach unserer Aufmerksamkeit ruft. Hätte Timotheus gewartet, bis sein Magen gesund gewesen wäre, bevor er mit seinem Werk vorangegangen wäre, dann hätte es niemanden gegeben, der den Dienst von Paulus fortgesetzt hätte, denn der Magen von Timotheus wurde nie gut. Einerseits ist es notwendig, dass wir uns vernünftig um unseren Körper kümmern. Doch wenn es das Werk erforderlich macht, dürfen wir uns nicht schonen. Es stimmt zwar, dass Krankheit Ruhe erfordert. Doch wenn das Werk nach Opfern ruft, muss selbst ein kranker Leib auf diesen Ruf hören. Daher ist es nötig, dass wir unseren Leib schlagen und ihn zu unserem Sklaven machen. Das gleiche Prinzip gilt auch für Schmerzen. Unser Leib sollte uns beständig gehorchen. Manchmal müssen wir unsere Augen zum Herrn erheben und sagen, Herr, mein Körper muss mir noch dieses eine Mal gehorchen. Ich kann sein Bedürfnis diesmal nicht zufriedenstellen. Dieses Prinzip sollte gleicherweise auch auf geschlechtliche Verlangen angewendet werden. Es ist nicht zwingend, dass wir unser Bedürfnis nach Geschlechtlichkeit befriedigen. Vielmehr können wir lernen, dem Dienst des Herrn den Vorrang über alles andere zu geben. In der Geschichte mit den Talenten vergrub einer das Talent in der Erde. Dies ist einfach Faulheit. Matthäus 25.
Ein fauler Charakter ist die größte Schwäche bei vielen Menschen. Nur Menschen einer Art sind nützlich, nämlich die Fleißigen. Die Fleißigen suchen jede Gelegenheit auszukaufen, die sie ergreifen können. Was ist Faulheit? Das ist, etwas so lange wie möglich hinauszuzögern und sich Zeit zu lassen, wenn etwas zu tun ist. Viele Geschwister sind im Dienst Gottes nutzlos geworden, weil sie sich davor fürchten, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Sie stehen müßig herum und warten, bis irgendetwas geschieht. Doch ein Fleißiger ist niemals müßig, sondern sucht immer nach Dingen, die getan werden müssen. Er überlegt, betet, überdenkt und betrachtet beständig vor Gott, was er tun soll. Petrus sagte, seid fleißig und reicht eurem Glauben Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die göttliche Lebensweise, in der göttlichen Lebensweise die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. 2. Petrus 1. Wir werden fleißig, indem wir beständig zu dem hinzufügen, was wir haben, bis wir Überfluss haben im Hinblick auf die volle Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Viele Menschen werden von Gott nur in einer begrenzten Weise benutzt, weil sie einen Mangel an Einschränkung in ihrem Reden haben. Das heißt, sie reden ungezügelt, ohne Punkt und ohne Komma. Dadurch läuft die Kraft Gottes aus. Die Art des Redens, das wir hören, bestimmt, was für eine Person wir sind. Viele wollen dir einige Dinge nicht sagen, weil sie wissen, dass du nicht wie sie bist, und es wäre nutzlos, dir das zu sagen. Wenn jemand dir aber bereitwillig etwas mitteilt, tut er das, weil er weiß, dass du von derselben Art bist und dass diese Dinge bei dir eine bestimmte Wirkung hervorrufen. Du kannst dich selbst kennenlernen, indem du auf das achtest, was dir die anderen erzählen. Doch es gibt auch einige, die in dem, was sie sagen, sehr ungenau sind. In der einen Minute sagen sie dies und in der anderen etwas anderes. Solche Menschen sind doppelzüngig. 1. Timotheus 3. So eine Person schwankt hin und her, hat keinen Stand und ist unsicher. Doch es gibt auch solche, die absichtlich doppelzüngig sind. Für sie bedeuten Ja und Nein mehr oder weniger dasselbe. Sie haben keine Empfindung für richtig oder falsch und sind völlig im Dunkeln. Das ist nicht nur eine Charakterschwäche, sondern moralische Verderbtheit. Sind wir in unseren Worten nicht diszipliniert oder eingeschränkt, dann ist es leicht möglich, dass wir gleichzeitig, während wir Gottes Wort reden, Gerüchte und Geschwätz verbreiten. Es ist wichtig, dass wir nicht vorschnell etwas sagen oder leichtfertig reden. Wer anderen eine falsche Hoffnung oder einen falschen Eindruck erweckt, fällt unter die Kategorie des Lügens. Wenn wir etwas sagen, ist auch das Motiv wichtig. Es ist falsch, in Worten korrekt zu sein, aber in den Tatsachen nicht. Sind die Tatsachen falsch? Dann lügen wir, obwohl wir richtige Worte benutzen. Im Weiteren ist es auch wichtig, dass wir keine unnützen Worte reden. Wir tun gut daran, viele Scherze, leichtfertiges Gerede und Späße auszuschließen, aber auch Spott. Es sollte keinen Spott unter uns geben, keine Kritik und auch nicht hinter dem Rücken anderer zu sprechen. Es bedarf eines gewissen Charakters, um die Bibel lesen zu können. Ein nachlässiger Mensch kann die Bibel nicht lesen, weil Gottes Wort genau ist.
Ein nachlässiger Mensch wird im Wort Gottes alles verpassen. Er wird es sogar falsch verstehen. Für die Sadduzäer gab es keine Auferstehung. Für sie waren Abraham, Isaak und Jakob tot. Machten sie dadurch Gott zum Gott der Toten? Da Gott nicht der Gott der Toten ist, wird Abraham nicht auf ewig tot bleiben, sondern auferstehen. Wenn wir etwas Leichtsinniges sagen, können wir Buße tun und um Vergebung bitten. Das Blut wird uns reinigen, aber es wird die Worte nicht wegnehmen, die schon ausgesprochen worden sind. Abraham konnte Hagar zwar fortschicken, aber die Schwierigkeit, die er verursachte, bestand weiterhin. Nur wenn der Herr unseren Mund unter strenge Kontrolle bringt und er aufhört, achtlos zu reden, können wir erwarten, dass Gott uns als sein Mundstück benutzt. Die nächste gute Charaktereigenschaft eines Arbeiters ist Standfestigkeit, dass er fest im Herrn steht und unerschütterlich ist. Jesus sagte zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen, also in Griechisch Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Das Fundament der Gemeinde ist unerschütterlich und daher können auch die Diener des Herrn unerschütterlich sein. Petrus war ein schwankender Mensch, mal kühn, mal schwach. Doch er konnte zu einer standfesten Person umgewandelt werden. Warum war Petrus so unbeständig? Dazu gibt es drei Gründe. Erstens, er wurde von seinen Gefühlen regiert. Zweitens, er fürchtete sich vor Verlust. Und drittens, er fürchtete sich davor, Menschen zu beleidigen. Petrus hatte einen freimütigen Charakter. Er sagte das, was er als wahr ansah und was er fühlte. Er war nicht diplomatisch, sondern aufrichtig und ehrlich. Doch Petrus fürchtete sich sehr davor, zu leiden. Wenn kritische Situationen kommen, können Menschen, die nicht standfest sind, nicht durchhalten, weil sie das Leiden fürchten und sich selbst zu sehr lieben. Diejenigen sind die Schwächsten, die ihr eigenes Leben lieben, und diejenigen, die sich vor den Menschen fürchten, verändern ihren Lauf, sobald irgendetwas sie in dieser oder jener Richtung beeinflusst. Petrus wurde standfest. Vielleicht können wir nicht so hoch steigen wie Petrus, doch zumindest können wir vertrauenswürdig und zuverlässig sein. Wer vor dem Herrn standfest ist, der ist zuverlässig und hat Verantwortungsbewusstsein. Die nächste Charaktereigenschaft ist nicht subjektiv, nicht voreingenommen zu sein, nicht auf der eigenen Meinung zu bestehen, sondern willig zu sein, etwas anzunehmen oder korrigiert zu werden. Jeder subjektive, voreingenommene Mensch ist von Gottes Willen so weit entfernt wie der Nordpol vom Südpol. Oft sind wir wie wilde Pferde. Daher muss der Herr viel an uns arbeiten, bis wir gezähmt werden können. Gott sagte, ich will dir raten, meine Augen sind über dir. Psalm 32. Ja, wir sollten es schon wissen, wenn sich seine Augen nur ein wenig bewegen. Diejenigen, die nach Gottes Willen suchen, für die ist es wichtig, ihr eigenes Selbst im Zaum zu halten, unter Kontrolle zu halten. Es ist wichtig, dass wir lernen, aufzuhören, uns in die Angelegenheit anderer Menschen einzumischen. Gott beeinflusste den freien Willen des Menschen nicht. Gott hätte den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen mit einem feurigen Schwert bewachen können, damit der Mensch nicht davon hätte essen können. Das wäre einfach gewesen für Gott, dies zu tun, doch er tat es nicht. Besteht der Mensch darauf, davon zu essen, dann ist das seine Angelegenheit.
Wir brauchen andere nicht zu zwingen, unseren Weg zu gehen. Doch ein Mensch, der subjektiv ist, betrachtet sich immer als das Haupt und möchte beständig die Führerschaft über die anderen übernehmen. Unsere Aufgabe besteht darin, vor den Menschen die Wege darzulegen. Was sie wählen, ist ihre Sache. Es ist gut, wenn wir in unserem Dienst stark, gewichtig und sanftmütig, jedoch nicht subjektiv sind. Die nächste Charaktereigenschaft ist, nicht unter die Herrschaft des Geldes zu kommen. Bileam war zweifellos ein Prophet, der vom Geld beeinflusst war. Wenn wir uns von Geld beeinflussen lassen, werden wir in die Irre geführt. Sind wir im Hinblick auf das Geld schwach, werden wir auch in anderen Dingen schwach sein. Damit wir standfest sein können, ist es wichtig, dass wir Gott im Hinblick auf das Geld vertrauen. Standfeste Arbeiter des Herrn begehren weder Silber noch Gold oder Kleidung von anderen. Vielmehr arbeiten sie, um ihre eigenen Bedürfnisse und diejenigen ihrer Mitarbeiter zu stillen. Zudem geben sie Gott auch den Zehnten, so wie es die Leviten taten. Je mehr wir geben können, desto mehr vermögen wir auch zu empfangen. Paulus nahm von einigen Orten Gaben an und lehnte sie von anderen Orten ab. Die Gabe der Mazedonier nahm er an, doch als einige in Achaia und Korinth ihn kritisierten, lehnte er ihre Gabe ab. Kritisiert uns jemand, dann können wir keine Gabe von ihm annehmen. Wenn wir eine Gabe annehmen, dann können wir dafür beten, dass sich die Frucht des Gebers zugunsten seiner Rechnung vermehrt. Es ist jedoch völlig falsch, wenn Diener Gottes vom Geld gebunden werden. Vielmehr müssen wir davon befreit werden. In der Verwaltung der Sammlung in der Gemeinde besteht der einzige Weg, um ein Problem zu vermeiden, darin, dass zwei oder drei Personen dafür verantwortlich sind. Im letzten Kapitel dieses Buches geht es um einige andere Themen. Zum Beispiel können wir unsere Wünsche opfern, aber wir dürfen niemals die Wahrheit opfern. Hier sind menschliche Beziehungen zu berücksichtigen. In geistlichen Dingen wird die Wahrheit beeinträchtigt, sobald menschliche Beziehungen berücksichtigt werden. Zudem, wenn es noch Stolz oder Selbstsucht gibt, stellen wir uns selbst über Gottes Wahrheit und sagen damit, dass wir wichtiger sind als seine Wahrheit. Dies disqualifiziert uns von seinem Dienst. Ein Arbeiter des Herrn tut gut daran, seinem eigenen Leib gegenüber Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir wegen der Vernachlässigung unserer eigenen Gesundheit sterben, leidet das Werk Gottes. Soll die Gemeinde reich sein, muss sie Brüder haben, die in ihren 70er, 80er und sogar 90er Jahren sind. Es ist wichtig, dass wir nicht achtlos sind, unseren Leib nicht verderben, sondern ihn bewahren, gut pflegen und schützen. Die geistliche Nützlichkeit wächst in der Tat mit den Jahren. Einige werden erst, nachdem sie seit 20 oder 30 Jahren mit dem Herrn auf dem Weg sind, nützlich sein. Arbeiter des Herrn sollten nicht nach ihrem Geschmack, sondern zur Ernährung essen. Unsere Nahrung sollte einen hohen Nährwert haben. Von dem, was nur geringen Nährwert besitzt, sollten wir wenig oder überhaupt nichts essen. Wenn es Zeit ist zu ruhen, dann sollten wir auch ruhen, denn wir werden schon genug beansprucht. Es ist wunderbar, wenn ein Arbeiter des Herrn stark genug ist, Anspannungen zu ertragen, wenn es die Umstände erfordern.
Zu gewissen Zeiten kann die Spannung so sehr brennen, wie Feuer. Doch wenn wir eine Atempause finden, sollten wir ruhen. Es ist unmöglich, dass jemand beständig unter Spannung stehen kann. Es ist wichtig, dass wir lernen, uns zu entspannen. Erfahrene Menschen haben gesagt, dass es hilft, einzuschlafen, wenn die Zahl der Atemzüge gezählt wird. Indem wir unser Atmen so lenken, dass es langsam und tief wird, können wir uns zum Schlafen bringen. Trinke jedoch nichts, was deinem Leib schadet. Gehen wir an einen bestimmten Ort, um zu arbeiten, tun wir gut daran, uns um unsere Hygiene zu kümmern. Dies wird unseren Leib vor vielen unnötigen Schäden bewahren. Es ist wichtig, dass ein Arbeiter des Herrn flexibel bleibt und nicht auf seinen eigenen Ansichten besteht. Für einen Arbeiter des Herrn sollten nicht nur die täglichen Gewohnheiten kein Thema sein, sondern auch andere Dinge wie etwa die Persönlichkeit und das Alter sollten für ihn keine Hinderung darstellen. Gott möchte, dass wir wie unser Herr sind, nämlich die Senioren annehmen und die Jungen segnen. Madame Guyon sagte, dass ein Mensch, der in der völligen Einheit mit Gott ist, für die Senioren ein Berater und für die Kinder ein Freund sein kann. Diese Lektion sollten wir lernen. Paulus empfahl, nicht zu heiraten, sondern allein zu bleiben. Der Vorteil ist, dass man dem Herrn mit mehr Fleiß, weniger Ablenkung und größerer Konzentration im Hinblick auf das Werk dienen kann. Doch wer den Auftrag hat zu heiraten, der soll wissen, dass die Ehe heilig ist. Sie verhindert die Sünde. Paulus empfahl, unverheiratet zu bleiben, doch er sagte auch zu Timotheus, dass diejenigen, die die Ehe verbieten, eine Lehre haben, die von Dämonen sei. 1. Timotheus 4. Wichtig ist auch, dass die Brüder und Schwestern in einem rechten Verhältnis zueinander stehen. Unter gewöhnlichen Umständen sollten die Brüder hauptsächlich mit den Brüdern und die Schwestern mit den Schwestern arbeiten. Wir sagen nicht, dass Brüder und Schwestern keinen Kontakt oder keine Gemeinschaft miteinander haben sollten. Wir sagen vielmehr, dass ein Bruder oder eine Schwester, die eine Vorliebe und ein Verlangen haben, unter dem anderen Geschlecht zu sein, davon abgehalten werden sollen, einen solchen Kontakt zu haben. Natürlich gibt es in Christus keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Es gibt bei den Kindern Gottes keine Trennungsmauer zwischen den Brüdern und den Schwestern. Zwischen diesen sollte eine gute Gemeinschaft bestehen. Doch wenn ein Bruder eine Gewohnheit oder Vorliebe hat, mit Schwestern zu reden oder umgekehrt, sollten wir gegen diese Situation unverzüglich vorgehen. Ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern eine spontane Einschränkung und Begrenzung üben, wenn sie miteinander Kontakt haben. Geht jemand über die rechte Grenze hinaus und nimmt eine abnormale Gemeinschaft auf, sollten wir gegen diese Situation streng vorgehen. Möge der Herr uns gnädig sein, damit wir in dieser Sache ein gutes Zeugnis aufrechterhalten. Transform us to the
Spirit, doth the Lord transform our soul. By the inward parts renewing, till within his full control. Lord, transform us to thine image, in emotion, mind, and will. Saturate us with thy Spirit, all our being wholly filled. By the power of his Spirit, in his pattern he transforms. From his glory to his glory, to his image he conforms. Lord, transform us to thine image, in emotion, mind, and will. Saturate us with thy Spirit, all our being holy. Transforms all sanctifying, till like him we are mature. He transforms our soul possessing, till his stature is secure. Lord, transform us to thine image, in emotion, mind, and will. Saturate us with thy Spirit. Transform us to thine image, in emotion, mind, and will. Saturate.